Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom Car Duplication Glitch zeigen. Ja, diese Version, die ist wirklich sehr einfach. Ihr braucht so gut wie gar nichts und geht auch wirklich sehr schnell. Ja, ihr könnt den Glitch in Solo machen oder auch mit Hilfe eines Freundes. Wenn ihr jetzt keinen Freund habt, müsst ihr auf jeden Fall irgendeinem random dann beitreten, der genau die gleiche Autowerkstatt hat wie ihr. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall eine Autowerkstatt und ihr braucht eine MOC. Mehr braucht ihr nicht. Und ja, wenn ihr keinen Freund habt, der euch hilft, ihr braucht dann auf jeden Fall entweder einen Freund, der die gleiche Autowerkstatt hat, oder halt irgendeinen random in einer öffentlichen Sitzung, der die gleiche Autowerkstatt hat. Und derjenige muss sich in der Autowerkstatt drin befinden. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch einen Easy Classic, voll aufgetunt, und dann halt noch Autos, die ihr nicht mehr benötigt, oder halt LEDs, die ihr dann in eurer Autowerkstatt dann einfach reinstellt. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, dann schnappen wir uns erstmal das Auto, was wir verlieren wollen. In meinem Fall jetzt einfach ein LEG. Ich habe mir eben mal zwei LEGs hier reingekauft, um euch das jetzt mal zu demonstrieren. Wir steigen dann einfach in den LEG rein, fahren dann aus die Autowerkstatt einmal raus. So, draußen angekommen, einfach nur aus dem Auto aussteigen, das Auto dann einlagern und dann fordern wir uns einmal den Easy Classic an, den wir dann jetzt duplizieren wollen. Ich gucke gerade mal, ich müsste noch irgendwo in der Autowerkstatt Agentur müsste ich auch noch einen drin stehen haben. Wie gesagt, erstmal ein Easy Classic einfach anfordern. So, so habt ihr das Auto, steigt einfach in das Auto ein, begebt euch dann zur Autowerkstatt und fahrt dann einmal in die Autowerkstatt rein, wo sich auch euer Freund sich drin befindet. So, wir fahren einmal rein. So, drin angekommen, können wir die Autowerkstatt auch ganz einfach wieder verlassen. Für mehr brauchen wir den Freund auch nicht. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon fast mit dem ganzen Glitch. Ja, als nächstes fahren wir jetzt nur noch aus der Autowerkstatt dann wieder raus. Sind wir dann draußen angekommen, fahren wir jetzt einfach nur mit diesem Easy in unsere MOC rein. Ich steuere kurz nach rechts, um es zu bestätigen. Und schon haben wir die erste Kopie abgespeichert. Und ja, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall noch schnell, wie man sich noch eine zweite Kopie erstellt. Dafür begebe ich mich einfach wieder schnell hier in die Autowerkstatt rein. Steige dann wieder in den LEG rein, aus der Autowerkstatt dann einfach wieder rausfahren. So, draußen angekommen, aus dem Auto aussteigen, Fahrzeug einlagern und dann wieder den Easy Classic anfordern, den wir uns duplizieren wollen. So, wir steigen wieder in den Easy Classic ein, fahren dann wieder in die Autowerkstatt von unserem Freund rein, andere Autowerkstatt betreten, wunderbar. So, drin angekommen, können wir dann die Autowerkstatt auch ganz einfach wieder verlassen, mit Kreis. So, draußen angekommen, fahren wir dann mit dem Easy wieder in die MOC rein, steuern kurz nach rechts und haben schon die zweite Kopie abgespeichert. Und ja, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit permanent durchgängig machen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.